Nach knapp 2 intensiven Jahren mit meiner Hammer K3 von Felder und der Absauganlage war es für mich jetzt endlich Zeit, und ja, ich habe gesagt endlich, diese Maschinen hier loszuwerden. Und zack, weg ist das gute Stück. Ich bin doch ein wahrer Zauberkünstler, oder was sagt ihr? Direkt vorweg, dieses Video hier wird kein Zerstörungsvideo von Felder. Glaub mir, nichts liegt mir ferner, mit solchen Methoden irgendwie Klicks zu generieren oder irgendwelche Unstimmigkeiten, die man mit irgendjemandem hat, in der Öffentlichkeit auszutragen. Wie ihr es ja auch schon mitgekriegt habt, ich habe mit den Felder Maschinen viel Erfahrung machen können und will euch heute meine ehrliche Meinung zu den Maschinen geben. Und deswegen, ohne groß rumzureden, lasst uns mal direkt mit der Formatkreissäge anfangen. Und hier könnt ihr auch schon mal direkt einen Grund ausschließen, warum ich von Felder jetzt weggewechselt habe, und zwar die Qualität. Und nein, an der liegt es nicht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese K3 Winner hier, die ist preis-leistungsmäßig vor allem ja in dem Segment schon ein wirklich gutes Angebot. Ich habe zu dieser Maschine hier bereits, als ich sie geliefert und aufgebaut habe, bereits eine ausführliche Vorstellung gemacht, und das Video dazu, wenn es dich interessiert, wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Ein großer Vorteil an der Hammer-Serie von Felder ist auch, dass man diese Maschine hier in allen möglichen Ausstattungsvarianten bekommen kann und sogar in mehr Ausstattungsvarianten als meine neue Maschine, aber dazu dann auch später mehr. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die einen stören könnten, aber aus der Sicht eines Heimwerkers ist diese Maschine eigentlich super. Wenn ihr Heiko Recht kennt, er ist ein großer Fan der Hammer-Serie von Felder, und bei ihm könnt ihr auch vieles über diese Maschine aus der Sicht eines Profis erfahren. Und alles, was ich vom Heiko bisher so über die Felder-Maschinen gehört habe, war eigentlich recht positiv. Er ist sehr zufrieden mit den Maschinen, auch mit dem Service von Felder. Und ja, da kommt für mich der große Knackpunkt, aber wie gesagt, darauf will ich jetzt noch nicht zu sehr eingehen. Also wie ihr wahrscheinlich ja auch schon merkt, es liegt nicht an der Qualität, ja, die ist wirklich in Ordnung. Ich habe dann noch ein weiteres Felder-Gerät damals geliefert bekommen, und zwar diese Absauganlage da hinten, die AF22. Zu der Absauganlage, die eigentlich in meinen ganzen Videos immer auch nur im Hintergrund zu sehen ist, und viele Worte habe ich über das Ding auch eigentlich noch nicht verloren. Ich muss aber auch sagen, es gibt auch nicht viel zu beschweren, die Maschine hier läuft konstant, also da auch hier, ja, was Qualität betrifft, gibt es eigentlich keine Minuspunkte. Aber die Maschine war mir schon von Anfang an von den Ausmaßen her viel zu groß, und wie es auch von der Leistung her, gerade mit diesen beiden Späne-Auffangsäcken, etwas überdimensioniert, aber das war auch so ein bisschen bezeichnend damals für den Service von Felder. Die Maschine wurde mir mehr oder minder so ein bisschen aufgeschwätzt, ja, ich wollte eigentlich eine kleinere, aber die haben gemeint, nein, nein, um Gottes Willen, ja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, wovon ich ja eigentlich auch der Fan bin. Aber wie gesagt, ja, also das Teil hat mich eigentlich schon immer gestört, einfach weil es für meine Werkstatt doch schon ein Ticken zu groß ist. Was mir aber besonders an der Maschine gefällt, und das hat auch einiges an Aufpreis gekostet, ist dieser Faltenfilter, ja, und das kann ich wirklich nur empfehlen, ja, und ich habe ehrlich gesagt auch noch keine neue Absauganlage wirklich in Aussicht, ja, aber wenn ich mir eine holen will, würde ich mir am liebsten, wie gesagt, nochmal eine mit dem Faltenfilter holen, einfach wegen der Feinstaubentwicklung. Und jetzt will ich euch noch ganz schnell erklären, warum ich von Felder weggewechselt habe, dass ich mich überhaupt zu dem Thema äußere. Ja, also ich meine, ihr guckt meine Videos ja schon etwas länger, ja, und diejenigen, die mich schon seit Jahren treu verfolgen, wissen natürlich auch, was für Maschinen ich so benutze. Und wenn gerade so eine große und wichtige Maschine wie eine Formatkreissäge plötzlich aus meiner Werkstatt verschwindet, finde ich schon, ja, dass ihr da so ein bisschen das Anrecht habt, zu erfahren, warum ich das Ganze mache und was meine Beweggründe sind. Und wie ich es ja bereits erwähnt habe, ich will euch hier meine ehrliche Meinung sagen, es liegt nicht an der Qualität der Maschinen, sondern einfach an der Kommunikation, an dem Service von Felder, den ich mit Felder in den letzten 2 Jahren hatte. Natürlich werdet ihr auch wissen, dass ich meinen Kanal hier beruflich betreibe, ja auch gewerblich betreibe, und dass ich damit natürlich auch Geld verdiene. Und dazu gehört eben auch, dass man mit gewissen Firmen oder Geschäftspartnern dann auch ja gewisse Verträge abschließt oder Abmachungen trifft, ja. Und so in die Richtung ging es eben bei Felder auch, ja. Also ich hatte vor über 2 Jahren tolle Gespräche, ja. Und die hatten schon so ein bisschen vor, meinen Kanal zu unterstützen. Und ich habe mich da auch riesig drüber gefreut. Klar, ja, Felder ist ja auch Name. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Ich will hier, wie gesagt, kein Zerstörungsvideo draus machen oder großartigen Hate oder ein schlechtes Bild bei Felder oder für Felder hier hinterlassen. Denn das spricht jetzt wirklich nicht exemplarisch für den Konzern, ja, da bin ich mir sicher. Was aber bestimmt auch damit zusammenhängt, das ist halt eine große Firma, ja. Und ja, also es lag an der Kommunikation. Am Ende war es dann wirklich so, dass ich, ja, wie soll ich sagen, ja, dass ich dann mehr oder minder auch schon die Schnauze voll hatte vom Service, zumindest von dem Service, den ich da bekommen habe. Ja, es gibt da viele andere wie den Heiko, die haben da wirklich gute Erfahrungen gemacht, und der ist bestimmt nicht der Einzige. Aber meine persönlichen Erfahrungen haben mir einfach dann auch gezeigt, schon vor einem halben Jahr, ich will unbedingt einen neuen Anbieter. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich eine bessere Maschine haben will.
sondern einfach ein Partner, was das betrifft, ja, der da auch ein bisschen fair und mit offenen Karten spielt. Und ja, und genau deswegen, das ist sozusagen der Hauptgrund, warum ich von Felder weggewechselt bin und über diesen Wechsel auch wirklich froh bin. Ohne euch jetzt noch weiter auf die Folter zu spannen, was ist denn jetzt die neue Maschine, die bei mir in der Werkstatt in Zukunft eine neue Hauptrolle spielen wird? Das verrate ich euch jetzt. Moment, nicht ganz so schnell. Bevor ich euch meine neue Maschine zeige, erst einmal danke an all diejenigen, die auf Instagram bei dieser Umfrage mitgemacht haben oder die mitgeraten haben, als ich da so ein kleines Geheimnis daraus gemacht habe. Welche Maschine kommt denn jetzt hier genau hin? Über 50 Leute haben mir ihre Tipps gegeben und es war wirklich alles dabei, von Lidl, also Parkside, bis hin zu Panhans oder Altendorf. Genau zwei Leute haben den Nagel genau auf den Kopf getroffen und Panhans war gar nicht mal so falsch. Und bevor ich euch jetzt noch weiter auf die Folter spanne, das hier ist meine neue Tischkreissäge. Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Woodpecker Formatkreissäge und zwar die genaue Bezeichnung ist FKS6/16-1600. Ich weiß es nicht genau, ich blende es einfach mal unten ein. Wir gehen auf die Maschine noch genauer ein und vor allen Dingen auch auf die Vor-, aber auch die Nachteile zu meiner alten Maschine. Vielleicht kennt ihr die Marke Woodpecker ja auch schon vom Jonas Winkler oder auch von Michael von Let's Bastel. Woodpecker gehört im Endeffekt zum Großkonzern Hukubema. Ja, und Hukubema hat irgendwas mit Panhans zu tun, so genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Aber zumindest hier auf der Spanhaube steht es ja auch schon drauf. Von den Abmessungen her ist die Woodpecker eigentlich fast so ähnlich wie die Hammer, die ich vorher von Felder hatte. Auch von der Leistung her, beide haben 4 kW und vom Gewicht her nehmen sie sich auch nicht viel, ziemlich genau 350 Kilo. Man muss sich generell natürlich die Frage stellen, als Heimwerker, braucht man so eine Maschine überhaupt? Auf diese Frage bin ich auch schon eingegangen und zwar in dem Video zu meiner Hammer K3 damals, aber in der Kurzversion, Leute, ihr müsst es einfach selber entscheiden, ja? Für viele von uns da draußen ist das Ganze nur ein Hobby, ja? Und im Endeffekt sind solche Formatkreissägen einfach eine Geld- und eine Platzfrage, aber auf beide Punkte werde ich noch genauer eingehen. Ich will jetzt zu dieser Frage wirklich keinen Riesenfass aufmachen. Schaut euch einfach die Videos meiner letzten beiden Jahre an. Da habe ich wirklich ausschließlich mit solchen Maschinen gearbeitet und entscheidet dann einfach selber, ob so eine Maschine etwas für euch ist oder eher nicht. Ich fange jetzt mal direkt mit einem Nachteil an, den meine neue Maschine gegenüber meiner alten hatte, aber eigentlich nur auf den ersten Blick Nachteil, denn es war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt im Endeffekt auch gewechselt habe. Mein alter Schiebetisch hatte, wie gesagt, 2 Meter und ich hatte auch schon in dem Video zur Felder gemeint, eigentlich wollte ich den gar nicht, ja, aber das hatte einfach mit Lieferengpässen zu dem Zeitraum zu tun. Die hatten den eben nur mit diesem 2 Meter langen Schiebetisch. Bei der Felder konnte man noch einen Schiebetisch mit 80 cm Länge, 1,25 Meter und 2 Meter nehmen. 1,25 Meter wäre schon etwas kurz gewesen, aber ich hätte eher den genommen als diesen langen, denn den Fall, dass man mal wirklich so große Platten zusägt, wofür man wirklich den 2 Meter langen Schiebetisch braucht, bin ich ganz ehrlich, in den letzten 2 Jahren hatte ich das vielleicht 1 bis 2 Mal. Klar, als ich mich dann damals mit der 2 Meter Schiebetischvariante beschäftigt habe, habe ich dann auch geguckt, passt das Ding überhaupt rein. Es hat gerade so da reingepasst, aber wirklich alltagstauglich war es eigentlich nie. Generell soll dieses Video auch dazu dienen, für euch vielleicht die Frage zu klären, ob so eine Maschine etwas für euch ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, der Platzbedarf. Der Platzbedarf richtet sich danach im ausgefahrenen Zustand von dem Schiebetisch bis hin da vorne zu dem ausgefahrenen Zustand. Macht aber nicht den Fehler, den habe ich nämlich auch gemacht. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich mich für die Maschine entschieden habe, ganz bewusst einen kürzeren Schiebeschlitten. Ich habe das Ganze damals wirklich so berechnet, der alte Schiebeschlitten ging fast bis hier vor die Tür, was ich aber nicht bedacht hatte. Und das solltet ihr wirklich in Bezug auf den Platzbedarf unbedingt bedenken. Ihr braucht nicht nur den Platz für die Maschine selber, ja, und rechnet bitte nicht so, dass ihr die Maschine selber gerade so irgendwo hinstellen könnt, sondern sehr, sehr wichtig ist auch der Platz, den ihr um die Maschine dann noch zur Verfügung habt. Und gerade hier in diesem Bereich, werde ich euch nachher auch noch zeigen, ja, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr in diesem Bereich hier hinten auch noch genug Platz habt, denn der große Schiebetisch hat mir damals eigentlich gar nicht so viel gebracht, denn wirklich große Platten, die so groß waren, ja, wie der Schiebetisch, konnte ich eh nicht zusägen, da ich nämlich hier nach hinten, aufgrund meines Holzlagers, gar nicht so wirklich den Platz dafür hatte.
Bleiben wir auch noch mal kurz hier beim Schiebetisch. Bei der Felder hatte ich hier nämlich noch so einen großen Ausleger, der dann später, man muss auch generell sagen, dieser Ausleger hier ist schon kleiner als der bei meiner Felder. Der hatte, wie gesagt, dann hier unten noch zusätzlich so einen Arm, um das Ganze zu stabilisieren. Es gibt von dieser Säge hier auch noch eine größere Version mit einem 2,30 Meter langen Schiebetisch. Das ist dann aber auch nochmal eine ganz andere Liga. Und ich werde euch mal einfach den Link von beiden Maschinen, einmal von der und von der anderen, einfach mal unten in die Videobeschreibung legen. Wenn es euch interessiert, guckt da einfach mal rein. Aber generell muss ich sagen, ist dieser Ausleger hier besser konzipiert als der bei meiner Hammer. Ich habe hier natürlich auch so eine Winkelskala, die ich übrigens bei meinem Ausleger damals selber aufkleben musste. Von daher wusste ich auch nie, ob der wirklich stimmt. Ergo, ich habe ihn auch nie wirklich benutzt. Hier ist jetzt alles schon einmal drauf montiert. Ich habe hier hinten, beziehungsweise hier unten, habe ich noch so kleine Nutensteine. Hier habe ich so einen kleinen Stift mit so einer Rückspannfeder. Und da kann ich mir dann noch hier verschiedene Positionen, die ich sozusagen öfter benutze, mir einfach einstellen, sodass ich die immer wieder wiederholbar und schnell sägen kann. Das finde ich schon sehr pfiffig. Und hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der definitiv auch erwähnenswert ist. Diese Maschine hier von Woodpecker wurde mir komplett eingestellt und fertig montiert angeliefert. Bei der Hammer hatte ich da auf jeden Fall noch einen ganzen Tag lang zu tun, das Ganze zu montieren. War keine große Sache und eigentlich macht sowas ja auch Spaß. Allerdings das Einstellen von der Maschine dann hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und zumindest ich habe dafür mehr als nur einen Versuch gebraucht und auch mehr als nur drei Versuche, bis ich das Ganze einigermaßen wirklich eingestellt hatte. Und als ich den Queranschlag montiert hatte, habe ich mir auch mal direkt meinen guten Referenzwinkel genommen. Der stimmt wirklich zu 100%. Habe das Ding angelegt und die kalibrierte Position hier für die 90-Grad-Schnitte hat auch auf Anhieb absolut perfekt gepasst, Leute. Und wenn es bei dem Winkel stimmt, ich werde es natürlich nochmal mit einer 5-Schnitt-Methode machen, aber wenn es hier schon so genau ist, dann können wir zu 99% davon ausgehen, das stimmt auf jeden Fall. Bevor ich jetzt jedoch noch so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile gegenüber meiner alten Maschine eingehe, will ich mal schnell auf so ein Luxus-Feature eingehen, was diese Maschine jetzt hier auch noch mit dabei hat. Und zwar so ein Ausleger, ja, für so eine Spanhaube hier, aber nicht irgendeine Spanhaube. Ganz im Ernst, Leute, ich habe noch nie eine solche riesige Spanhaube gesehen. Und ganz im Ernst, ich weiß auch gar nicht genau, ob man die so wirklich benötigt. Hier hinten wird das Ganze übrigens über so eine Gasdruckfeder, kann man das so stufenlos verstellen, ja, in die Höhe, die man es jetzt gerade braucht, oder halt aus dem Weg fahren, wenn man es einfach mal nicht benötigt. Ich nenne diesen Teil meiner neuen Maschine auch ganz bewusst ein Luxusfeature. Ich hatte sowas vorher noch nie. Ich glaube, für meine Felder wurde sowas auch gar nicht angeboten. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das bestimmt im Arbeitsalltag ein ganz schöner Komfortgewinn ist. Aber nicht nur ein Komfortgewinn, denn normalerweise werden diese Spanhauben hier am Spaltkeil befestigt. Und da muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, das hat mir in der Vergangenheit auch nicht mir so wirklich viel Freude bereitet. Das war doch schon manchmal etwas doof, ja, gerade wenn dann an dem Spaltkeil bzw. an der Spanhaube am Spaltkeil dann noch so ein Absaugschlauch ist und dann zieht es manchmal so ein bisschen nach links und rechts. Es war nie wirklich optimal. Aber mit so einer Lösung hier hat man das halt quasi komplett entkoppelt, ja, quasi unabhängig voneinander gemacht. Und da muss man schon sagen, das ist nicht nur Komfort, sondern auch ein Sicherheitsgewinn. Und falls einem diese Spanhaube doch mal im Weg sein sollte, wie zum Beispiel beim Sägeblattwechsel, kann man das Ganze über ein Gelenk da hinten ganz einfach zur Seite drehen. Was mir sehr gut gefällt an der neuen Maschine und auch besser gelöst ist als bei meiner Felder, ist der Parallelanschlag. Der ist zum einen richtig massiv, ja, und auch schön gusseisern. Also ich habe keine Ahnung, was dieses Teil hier wiegt. Läuft aber trotzdem sehr, sehr geschmeidig hier über die Oberfläche drüber, weil nämlich das Ganze hier mit so einem Rädchen einfach ein bisschen erhöht ist. Und zwei Sachen finde ich ganz besonders cool an dem Ding. Zum einen, das Festspannen geschieht über dieses Handrad hier. Ja, das muss man auch gar nicht so arg festziehen, sondern es ist immer nur ein Lockern in die eine Richtung und ein kurzes Zudrehen in die andere. Und dann ist das Ganze auch wirklich bombenstabil. Und was ich auch noch habe, ist jetzt eine Feinjustierung. Wenn der Parallelanschlag nämlich festgezogen ist, kann ich ihn über dieses Rädchen hier noch schön im Zehntelmillimeterbereich fein einstellen. Insgesamt habe ich hier eine Schnittkapazität von über 90 cm. Ich glaube, meine Felder hatte da, keine Ahnung, so knapp über 70 cm. Hier habe ich sogar laut Herstellerangaben 98, was auch gehen würde, aber irgendwie hört bei 97,5 das Maßband auf. Und noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Felder hatte bei seinem Parallelanschlag einfach nicht so einen Stopper drin. Ja, das heißt, wenn man da zu weit nach drüben gegangen ist, wäre das Ding eventuell rausgefallen. Ist mir zum Glück nie wirklich passiert. Aber auch das Rädchen beim Felderanschlag war irgendwie dann damals so doof positioniert, ja, dass man gar nicht bis zum Rand fahren konnte. Also hier muss ich einfach generell sagen, das Parallelanschlagsystem ist besser gelöst als bei der Felder.
Und jetzt ein Punkt, der meiner Meinung nach im Arbeitsalltag einen Riesenunterschied spielt und der hat mich bei der Felder jedes Mal genervt. Ich weiß aber auch, dass den die meisten Besitzer von so einer Hammer K3 genauso nervt, und zwar ist es die Position von dem An- und Ausschalter an der Maschine. Bei meiner alten Maschine war der An-Ausschalter irgendwo hier und das ist schon echt nervig, ja, wenn man da jedes Mal irgendwie da so runtergreifen muss oder wenn man dann mal eine große Platte da liegen hat, ja, dann ist es echt super umständlich, da unten dran zu kommen. Also das fand ich wirklich Felder in Ehren, ja, aber das war nicht besonders gut gelöst. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Grund, weil die nächst teuren Modelle, zumindest bei Felder, haben dann die An- und Ausschalter und alles andere genau da, wo sie jetzt sich nämlich auch befinden und wo sie eigentlich auch hingehören. Aber wahrscheinlich ist das Firmenpolitik und man braucht ja irgendeinen Verkaufsgrund, warum man dann doch die nächst teurere Maschine unbedingt braucht. Was an der Maschine auch wirklich sehr gut gelöst ist, ist der Sägeblattwechsel. Hierzu schiebt man einfach den Schiebetisch ganz auf die Seite. Spanhaube kommt auch weg. Und das Coole ist jetzt, normalerweise braucht man ja hier zwei Werkzeuge, um das irgendwie zu kontern. Hier ist es allerdings so, hier hat man so einen Arretrierungsstift. Und wenn man jetzt hier durch diese Öffnung da durchgeht, dann kann man das damit festhalten. Und mit der anderen Seite das Ganze dann lockern. Und hier ganz wichtig, das ist ein Rechtsgewinde, so wie ich laufe, gehe ich auch auf. Welches Sägeblatt jetzt am besten geeignet ist, das hängt natürlich immer von den Materialien ab, die ihr bei euch in der Werkstatt zusägt. Aber ich denke mal, in meinem wie auch in eurem Fall wird das zu 99% Holz sein. Und da muss ich sagen, habe ich die letzten 1,5 Jahre nicht mit den Teilen gearbeitet. Allerdings jetzt gibt es neue Modelle davon und deswegen habe ich mir überlegt, es wird mal wieder Zeit, die roten von Freuder drin einzubauen. Die roten Segelblätter von Freud, die man im Sauter-Shop bekommen kann, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, denn ich glaube, das sind die beliebtesten Segelblätter unter uns Holzwerkern. Und genau für diese gibt es jetzt eine verbesserte Version, die in Sachen Qualität, Schnittgüte und Laufruhe und damit zusammenhängt auch die Lautstärke wesentlich verbessert wurden. Ursprünglich gab es diese Segelblätter eigentlich nur für Holz, aber inzwischen gibt es diese für bis zu 8 verschiedene Materialien. Verbaut habe ich jetzt hier ein Sägeblatt mit 24 Zehen. Meiner Meinung nach, gerade wenn es so Sägeblätter sind, die von so hoher Qualität sind, absolut ausreichend. Denn das Sägeblatt hier ist nämlich auch für Quer- und für Längsschnitte geeignet. Übrigens hat bei einer Sägeblattgröße von 315 mm habe ich eine maximale Schnitthöhe von 10,3 cm. Naja, sagen wir mal gute 10 cm. Es gibt aber auch nicht rote Sägeblätter von Freud, wie zum Beispiel dieses hier mit 48 Zehen oder das hier mit 72 Zehen. Die sind zum Beispiel besonders gut geeignet für Querschnitte in zum Beispiel exotische Harthölzer. Und genau heute am Tag der Veröffentlichung von diesem Video hier gibt es beim Sauter-Shop eine richtig coole Aktion, und zwar 3 für 2. Ihr könnt euch dort 3 Sägeblätter aus dem gesamten Kreissägeblatt-Sortiment vom Sauter-Shop aussuchen und bekommt das günstigste umsonst dazu. Falls du das Video aber erst ein paar Tage später sehen solltest und dich jetzt ein bisschen ärgerst, keine Sorge, solche Aktionen macht der Sauter-Shop noch bis circa Ende September, also unbedingt vorbeischauen. Dann würde ich sagen, lasst uns das erste Mal mit dem Ding hier ein bisschen Späne produzieren. Ich weiß allerdings, das Teil hat noch keine Absaugung. Bei meiner Felder damals habe ich es dann nicht gemacht, ich habe erst die Absaugung angeschaltet, aber ganz im Ernst, ich kann es nicht abwarten. Lasst uns loslegen. Boah, Leute, ich glaube, das war keine wirklich gute Idee. Ich habe jetzt 2 Schnitte gemacht, aber hier ist alles voller Holzstaub. Also, nächstes Projekt definitiv Absauganlage. Was mir direkt aufgefallen ist gerade eben, diese große Schutzhaube oder generell, wenn man die Span- bzw. Schutzhaube nicht mit dem Spaltkeil verbunden hat, das ist schon echt ein ganz anderes Arbeiten und man fühlt sich wesentlich sicherer. Gar keine Frage. Jetzt nach der ersten Benutzung macht die Maschine auf mich wirklich einen super guten Eindruck und gerade auch im Vergleich zur Hammer K3, die ich ja die letzten 2 Jahre benutzt habe, steht diese Maschine hier der in wirklich nichts nach. Sogar im Gegenteil, hier gibt es schon so einige Details, die definitiv besser gelöst sind. Aber das alles hat auch seinen Preis. Ja? So wie die Maschine jetzt hier steht und so toll die auch ist, ja, es ist definitiv kein Schnäppchen. Und die Frage, ob man als Heimwerker, denn aus dieser Sicht mache ich dieses Video, ob man da wirklich so eine Formatkreissäge braucht, das ist nochmal eine ganz andere. Aber darauf bin ich eingegangen in dem Video zur Hammer, auch mit ein paar Pros und ein paar Kontras. Also da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Bevor ich euch aber den endgültigen Preis nenne, hier noch das Zubehör, das habe ich auch vorhin mit Vollausstattung gemeint. Wir haben hier noch
so einen Niederhalter. Dann haben wir hier das ganze Zubehör für den Sägeblattwechsel. Hier haben wir auch nochmal so zwei Niederhalter. Ich glaube, die braucht man, um Holzbohlen, irgendwie rohe Holzbohlen zu sägen. Dann habe ich hier noch einen Auflagetisch, den ich aber nicht verwenden brauche. Und hier noch eine Spanabsaugung, ja, die man allerdings hier auch am Spaltkeil festmachen kann. Aber wenn man die andere Version hat, kann man sich das sparen. So wie die Maschine jetzt hier steht, kostet sie inklusive Mehrwertsteuer 6.500 Euro. Ja Leute, ich habe euch gesagt, das ist kein Schnäppchen. Aber auch meine Felder waren nicht wirklich günstig, denn mit der kompletten Ausstattung, so wie ich sie dann am Ende hatte, klar mit einem etwas längeren Schiebetisch, hat sie auch knapp 5.500 gekostet. Hierzu muss man aber auch sagen, da wäre jetzt dieses Zubehör wie Niederhalter oder sonstiges nicht mit dabei gewesen. Was bei der Maschine natürlich noch als großes Plus hinzukommt, ist der große Ausleger für die Spanhaube. Der ist bei der Felder zum Beispiel überhaupt nicht bestellbar und hier bei der Maschine ist er wie gesagt schon im Preis enthalten. Zum Vergleich, die größere Woodpecker mit dem 2,30 Meter Tisch kostet ca. 6.700 Euro, aber eben halt auch ohne diesen Ausleger und vergesst man an der Stelle auch nicht, die Maschine ist riesig. Aber die Marke Panhans steht eben halt auch schon seit über 100 Jahren für bewährte Qualität und das hat halt wie immer seinen Preis. Und bei dem Preis stellt sich berechtigterweise die Frage, habe ich mir die Maschine denn selbst gekauft? Hier direkt mal die Antwort, nein, ich habe sie von Woodpecker zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe sie nicht geschenkt bekommen, aber ich darf sie benutzen. Und da muss ich aber auch sagen, ich war seit über einem Jahr, seit der Sache mit Felder, auf der Suche nach einem neuen, fairen und vor allen Dingen auch qualitativ hochwertigen Partner. Und ich habe in der Zwischenzeit einige Anfragen von Maschinenherstellern gehabt, da könnt ihr mir glauben, ja, die aber einfach meinen persönlichen Ansprüchen nicht so wirklich gerecht geworden sind. Und mit Woodpecker habe ich auch, was mein Gefühl betrifft, einfach einen fairen Partner gefunden. Und ja, was soll ich sagen, ich bin stolz, jetzt zur Woodpecker-Familie gehören zu können. Und genau aus diesem Grund habe ich jetzt für euch alle ein spezielles Angebot an all diejenigen, die sich generell für solche Maschinen hier interessieren. Ich habe es euch ja gesagt, normalerweise kostet die Maschine knapp über 6.500 Euro, so wie sie jetzt hier steht. Aber bis Ende des Jahres haben Woodpecker und ich uns überlegt, die Maschine geht für unter 6.000, jetzt im Moment weg, wie gesagt, noch bis Ende des Jahres, genauso wie sie hier steht. Also, wenn euch das interessiert und wenn euch das Thema generell spannend findet, ja, der Service bei Woodpecker ist auch wirklich erste Sahne, also da kann man sich immer melden und kriegt super schnell eine Antwort. Dann checkt einfach mal den Link unten aus und ja, es würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Und wenn du dich für eine Langzeiterfahrung mit dieser Maschine hier interessierst, dann abonniere am besten meinen Kanal, wenn du das nicht schon längst gemacht hast. Denn alle zukünftigen Projekte, die ihr jetzt auf meinem Kanal sehen werdet, da wird dieses Teil ja ganz sicherlich eine große Rolle spielen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, ja, dann dürft ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche auf so viele wie möglich zu antworten, wobei ich das eigentlich generell wirklich nicht besonders gut hinkriege und dafür entschuldige ich mich wirklich bei allen. Aber ich lese wirklich jedes Kommentar durch, versprochen. Also ich würde mich freuen, wenn unter diesem Video hier eine konstruktive und lebendige Diskussion zum Thema Formatkreissäge, ja, nein oder was auch immer euch da alles einfällt, hier unten entsteht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einem Projekt, ganz sicherlich mit dieser Maschine hier im Einsatz. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Projektvideo wieder.